Der durchschnittliche Firmengründer in Österreich ist laut einer Statistik der Wirtschaftskammer 37 Jahre alt. Doch es geht auch deutlich jünger, wie das Startup Bernstein aus St. Pölten beweist. Die meisten im Team sind knapp über 20. Trotzdem haben sie einen ganz genauen Plan, wie sie mit einem neuen Getränk erfolgreich werden wollen. Hallo, ich bin der Lukas und gemeinsam sind wir Bernstein! Man ist nie zu jung, um ein eigenes Unternehmen zu gründen, zeigt das Team von Bernstein, das hier beim Design Verliebtmarkt in St. Pölten sein Produkt präsentiert. Bernstein, das ist ein neues Erfrischungsgetränk mit grünem Rohkaffee als Basis und dem Geschmack von Dirndl oder Quitte. Also die ursprüngliche Idee ist eigentlich bei der Arbeit entstanden, wie mein Kollege der Martin und ich gemeinsam gemerkt haben in der Gastronomie. Und da haben wir gemerkt, dass die Leute eigentlich neue Getränke haben wollen, neue innovative Getränke, die ja wirklich einmal ein bisschen was anders sind. Nicht diese 0815 Listungen und Getränke, die du eigentlich überall kriegst, sondern wirklich was Spezielles. Aus der Idee wurde recht schnell mehr. Dabei sind die beiden Gründer gerade einmal 19 Jahre alt, als sie Bernstein ins Leben rufen. Wir haben eigentlich in der Küche angefangen. Wir haben einfach mal ein bisschen dumm gemischt und Dinge zusammengemischt, die uns schmecken. Und halt immer auf Basis von dem Rohkaffee, auf diesem speziellen neuen Toucher. Und dann kam auch schon die erste eigene Abfüllung. Die war eigentlich so schnell ausverkauft, dass die Nachfrage extrem groß war. War für uns auch voll spannend, weil wir wirklich gar nicht gewusst haben, wo verkaufe ich, wie verkaufe ich Getränke, sodass die Marke hochwertig präsentiert ist und auch bleibt. Heute produzieren die Jungunternehmer mehr als 200.000 Flaschen jährlich. In der regionalen Gastronomie ist man verankert, in ausgewählten Supermärkten ist das Getränk ebenfalls erhältlich und man darf stolz sein auf zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Etwa als innovativste Geschäftsidee Niederösterreichs, bester Businessplan Niederösterreichs, nominiert als Marke des Jahres oder eines der besten alkoholfreien Getränke laut Falstaff. Ach ja, und er hat übrigens bei einem Wettbewerb in Paris mit Bernstein den sechstbesten Cocktail der Welt gemixt. Unser großes Ziel ist schon, dass wir die Marke so etablieren, dass die Personen, die Menschen damit was anfangen können. Mir ist schon klar, dass nicht jeder was damit anfangen muss und auch nicht jeder sich für so Sachen interessiert. Ja, das ist menschlich. Aber dass wir zumindest das Standing haben, dass wir die Marke so aufbauen, dass die Leute dieses Segment, was ich vorher gesagt habe, dieses Segment erkennen und dass wir das auch mit denen gemeinsam weiter aufbauen und weiter wachsen. Das wäre eigentlich unser Ziel. Ambitionierte Pläne für ein junges Team. Ihr Tipp ist deshalb einfach. Schau, dass du dich nicht bieren lässt, glaub an das, was du tust, und dann werden die Dinge schon passen.